Hey Leute, willkommen zurück zu Little Big Workshop. Wie versprochen, bauen wir jetzt noch die Holzwerkstatt aus. Na, come on. So. Und was haben wir denn bekommen? Eine fortgeschrittene Fräsemaschine. Natürlich ein zweites Mal eine Schalttafel, as always. Und was haben wir noch gekriegt? Eine fortgeschrittene Kreissäge. One, two. Und die Schalttafel. So, we need Deko. Was haben wir denn da? Den haben wir da noch nicht drinnen. Yes. Und den haben wir da auch noch nicht. Passt. Bestellen. Das heißt, einmal und zweimal. Hoppla. Einmal und zweimal. Wo haben wir denn das da? Hier. Das auf Santa Martin nämlich. Ein Stück eine bewegen. Dann könnte man nämlich das Stück kleiner machen. Yes. Damit wir das ein Stück größer machen können. Yes. So. Also. Und natürlich. No. No, 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 no. Das wollte ich nicht. Schalttafeln. Diese hier. Diese hier und die waren nicht verbunden. Na gut. So, damit hätten wir auch die Holzwerkstatt ausgebaut. Wir haben mehr Eigenkapital als unser Erzfeind, aber der Profit pro Stunde passt nicht. Den müssten wir erhöhen. However, ich habe keine Ahnung wie. Was hätte man da jetzt noch in der Forschung? Mehr Praktikanten, okay. Das gleiche jetzt machen. So. Hm.
Wieder 5 Punkte dazu, okay. Okay. Das geht in die Höhe, ne? So. Dann werden wir mal davor werfen. Ne, 50% haben wir nicht, 100% wenn, so. Er kann da gar nichts nehmen. Schalte Premium-Materialien in Forschung und Entwicklung frei. Wo werden die? Wo sind denn Premium-Materialien? Ah, da drüben. Okay. Okay, nee, dann lassen wir das einmal. So, geht noch rauf. Na, die komischen Bongos. Machen wir die einmal. So, Holz oder Plastik? Was brauchen wir? Das Grüne. 4 bis 7, 3 bis 5. Ist das besser? Oh, Effizienz 25, nö. So. Ich
So. Kaffee passt. Ansonsten schaut es auch nicht so schlecht aus. Also, dass die irgendwie alle nicht wirklich sehr viel zu tun haben, ne? Gut, und dann noch das. Das muss eh so bleiben. So, sehr schön. So, warte mal, muss ich wirklich da das teure Material nehmen? Nö, muss ich nicht. So. Kleben ist sowieso klar, da drüben, ne? So. So, damit ihr da ein bisschen beschäftigt sind. Yeah.
So, irgendwas, wo hier der Preis rauf geht. Außer das komische Kastel da. Trotzdem nicht. Käse. So. So, ich würde sagen, jetzt haben die Arbeiter ein bisschen was zum Tun, die Sachen zum Verteilen auch wieder. So, wir haben 4 Montage, 2 Holz, 2 Plastik, 2... Wir könnten aus dem machen wir noch einen Holzspezialisten. Aus dem machen wir einen Plastikspezialisten. Und aus dem machen wir noch einen Metallspezialisten. So. Yeah, cool. Perfekt. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur mehr 800 Produkte eines beliebigen Typs und einer beliebigen Schwierigkeit. Sehr schön. Really nice. Ich denke, das Lager hier wird zu klein. Oh. Komm schon, ein Hoverboard fehlt noch. Thank you. Mm-hmm.
Oh, das machen wir jetzt hier mal. Und, na, ja, machen wir halt das. So. Das machen wir da hinten. Das bei den kleinen Schmieden. Die Montagelinie schaut nicht so schlecht aus. Achso. Aha. So. Roboter-Testmaschinen. So, und hier haben wir noch. Das ist auch da drüben. Ja, oh, hier. So. What's wrong? Arbeitsplätze ver... Ah, okay. Da unten. So, na dann.
glaube, wir haben hier ein bisschen... bisschen Optimierungsbedarf. Aber das machen wir das nächste Mal. Also, bis dann. Ciao.